Über die Brenner Autobahn machen wir uns auf den Weg nach Südtirol. Schon von der Straße aus können wir unsere nächsten Tagesziele gut erkennen. Vom Parkplatz in Weißlandbad bei Thiers starten wir unsere neuntägige Tour durch den Rosengarten. Zunächst führt uns der Weg über Almwiesen hinauf zum Wohnleger Weiher. Der Rosengarten vor uns spiegelt sich im stillen See. Jo, herzlich willkommen zu einer neuen Videoserie hier auf Headshaker. Wir machen eine mehrtägige Tour durch den Rosengarten. Wir sind jetzt hier gerade nämlich am Wohnleger Weiher, wo man einen wunderschönen Blick auch schon auf den Rosengarten hat, den wir dann innerhalb der nächsten 9 Tage durchschreiten werden. Und heute wandern wir jetzt erstmal weiter hoch bis zum Schafon, werden da übernachten und dann geht's weiter tiefer in den Rosengarten. Morgen geht's erst richtig los, also wenn ihr alles sehen wollt, es werden mehrere Videoteile. Bleibt dran. So, und während wir uns jetzt schon auf den Weg zum Schafon machen, erkläre ich euch nochmal die ganze Route auf der Wanderkarte. Am ersten Tag unserer 9-tägigen Tour durch den Rosengarten steigen wir vom Parkplatz in Weißlandbad hinauf bis zur Schafonhütte. Tag 2 führt uns über Hammerwand, Nigelberg und Mittagskofel sowie der Sesselschweige weiter bis zum Schlernhaus. Nach einem Abstecher zum Mont Petz führt uns Tag 3 über das Schlernplateau sowie den Maximiliansklettersteig bis zur Thierser Alpe. Am Tag 4 geht es weiter zur Refugio Antermoia. Kai und Flo gehen über den Laurenzi-Steig, während der Rest der Gruppe über den Mantelpass aufsteigt. Tag 5 führt uns auf den höchsten Berg im Rosengarten, dem Kesselkogel. Nach einer Einkehr auf der Grasleiten-Passhütte steigen wir weiter ab zur Refugio Vaiole. Am Tag 6 geht es weiter Richtung Süden über den Cigolade und Vaigolon Pass hinauf zur Rotwand. Danach steigen wir ab zur Rotwandhütte. Tag 7 führt uns zunächst mit leichtem Gepäck über den Masara-Klettersteig. Danach umrunden wir das südliche Ende vom Rosengarten und wandern weiter bis zur Kölner Hütte. Am 8. Tag geht es über den Sandnersteig wieder zurück auf die östliche Seite vom Rosengarten. Nach dem Abstieg zur Refugio Vaiole geht es wieder zurück nach Norden bis zur Grasleitenhütte. Am letzten Tag steigen wir von der Grasleitenhütte zurück zum Parkplatz in Weißlandbad. Unser Schlafplatz am ersten Tag der Tour, der Schafonhütte, ist vom Wohnleger Weiher aus noch etwa eine Stunde entfernt. Der Weg eröffnet dabei immer wieder schöne Ausblicke auf das Latemargebirge sowie dem Rosengarten. Willkommen in der Schafonshütte. Tag 1, Ziel erreicht. Juhu! Nach einer kurzen Pause geht es für uns noch vor dem Abendessen kurz auf die Wörsergspitze. Der Gipfel besticht dabei durch seine tolle Aussicht auf Bozen sowie dem Eishacktal. Aus geht es dann wieder zügig bergab zur Hütte. Da oben ist die Hammerspitze, da gehen wir dann morgen rauf. Das wird dann der erste Gipfel unserer Tour. Und jetzt sitzen wir hier schön im Biergarten. Ja, übrigens, kleine Werbung an dieser Stelle. Wir unterstützen jetzt einen Partner, die heißen Sauber bleiben. Und die verkaufen hier so diese coolen T-Shirts. Die haben auch noch ganz andere Motive. Und einen Teil des Geldes stecken die dann in Naturschutzprojekte zum Artenschutz, Tierschutz und Artenschutzprojekte für die Nachhaltigkeit.
in den Alpen. Ich verlinke euch einfach mal die Seite von Sauberbleiben. Schaut doch mal vorbei, vielleicht gefällt euch ja ein Motiv. Da uns am nächsten Morgen bereits die nächste längere Etappe bevorsteht, geht es für uns bereits recht früh in unsere Heubetten. Ja, herzlich willkommen bei einem neuen Video hier an der Schaffonshütte mitten im Rosengarten. Ja, wir steigen jetzt dann durch den Nebel auf zur Hammerwand und gehen dann weiter über den Bergrücken zum Schlernhaus oder auch Putzenhütte. Viel Spaß! Aus dem Bett in die Berge schauen. Das neue Chalet der Schaffonshütte ist mit seinem Panoramafenster im Schlafsaal schon etwas exklusiv. Ja, dahinter mir, da sieht man noch die kleine Hütte, in der wir heute übernachtet haben. Diese Hütten, die wurden hier neu erbaut. Und zwar wurden dafür die Bäume verwendet, welche hier durch einen Sturm leider entwurzelt wurden. Ja, die Übernachtung hier ist auf jeden Fall zu empfehlen. Die Hütten hier sind echt sehr schön geworden. Die Hütte bietet Platz für 6 Personen zur Übernachtung. Ja, die Betten sind dort durch Heubehälter auch getrennt, also sehr schön und sehr individuell gestaltet. Kann man auf jeden Fall empfehlen. Heiße Dusche gibt es übrigens auch. Also eigentlich der perfekte Einstieg hier für die Rosengartenrunde. Abschließend nur sagen, diese Hütte ist absolut top. Da hat es wirklich ja nichts gefehlt. Die Betten waren super, das Frühstück war klasse, die Bedienungen waren freundlich. Es war günstig, es war also wirklich beste Hütte. 10 von 10, ja. Nach dem Frühstück starten wir die zweite Etappe unserer Tour. Von der Schaffonhütte geht es zunächst bergauf bis zur Hammerwand. Der Weg zieht sich steil in vielen Kehren hinauf bis zum Bergrücken. An einem Abzweig biegt nun links der Weg zur Hammerwand ab. Ohne Gepäck folgen wir dem Abstecher zum Gipfel. Neben dem Tiefblick nach Bozen sowie in das Eisacktal können wir am Gipfelkreuz auch das gesamte Schlernmassiv überblicken. So, jetzt sind wir ja gerade an der Hammerwand angekommen. Ja, und von hier geht es jetzt einmal über den ganzen Bergrücken hier rüber und dann nach links weiter hoch bis zum Schlernhaus. Nach einer kurzen Gipfelpause geht es wieder zurück bis zum Abzweig. Hier folgen wir dem Weg in Richtung Sesselschweige. Nach einem kurzen Aufstieg führt uns der Weg stahlseilgesichert wieder bergab. Dem Weg folgen nun immer wieder Gegenanstiege, die zu bewältigen sind. Das Edelweiß scheint hier übrigens fast überall zu wachsen. Endlich rückt die Sesselschweige ins Blickfeld und so steigen wir hinab in die sogenannte Bärenfalle. An der unruhigen Sesselschweige machen wir kurz Pause und bereiten uns für den letzten Anstieg zum Schlernhaus vor. Die Sesselschweige haben wir inzwischen erreicht und sind jetzt gerade auf dem Weg Richtung Schlernhaus. Das sind nochmal etwa
1,5 Stunden, 500 Höhenmeter, bis wir dann oben sind. Zunächst noch recht flach ansteigend, wird der Weg hinauf zum Schlernhaus schon bald steiler. Eine Herde großer Rinder trabt vorbei auf dem letzten Aufstieg zum Schlern. Dann erreichen wir die Baumgrenze und die Umgebung wird zunehmend kahler. An der Moorbodenalm genießen wir kurz die tierische Gesellschaft und gehen dann weiter hinauf auf das Schlernplateau, wo der Nebel langsam immer dichter wird. Im Nebel vor uns erscheint plötzlich eine Festung aus Stein. Das prächtige Schlernhaus oder auch Bozenhaus. Es erinnert sofort an die Berliner Hütte. So, wir sind jetzt hier am Schlernhaus angekommen. Heute mit absolut perfektem Timing, weil direkt 5 Minuten nachdem wir an der Hütte waren, hat es hier heftig angefangen zu gewittern. Mit Hagel und Starkregen und allem, was dazugehört. Das heißt, heute werden wir wahrscheinlich den Gipfel hier, den Mont Petz, nicht mehr machen. Das verschieben wir dann gegebenenfalls auf morgen, wenn wir dann zur Tierseite weiter absteigen. Den restlichen Tag verbringen wir in der Gaststube beim Kartenspielen und genießen die gute Südtiroler Küche. Nach dem Frühstück machen wir einen kurzen Abstecher zum nahegelegenen Monte Petz. Leider ziehen bei unserem Aufstieg aber wieder Wolken vor den Gipfel. Somit fällt die Gipfelpause doch recht kurz aus und wir steigen wieder ab zum Schlernhaus. Ja, servus und hallo hier vom Schlernhaus. Wir waren jetzt gerade noch ganz kurz am Gipfel da oben, der jetzt gerade auch wieder keine Wolke hat, aber wir waren jetzt gerade komplett im Nebel oben. Ja, und gehen jetzt heute in Richtung Thierser Alpel. Genau, wir gehen zur Thierser Alpelhütte, schauen halt noch, ob wir den Klettersteig da noch mitnehmen, der Maximiliansklettersteig. Kommt halt ein bisschen aufs Wetter drauf an, es ist ein bisschen wechselhaft, aber tatsächlich aktuell noch trocken. Also sind wir mal gut darauf, dass wir den noch mitnehmen können. Viel Spaß mit dem Video. Nachdem wir unsere Rucksäcke wieder gepackt haben, ziehen wir weiter in Richtung Thierser Alpel. Der Weg verläuft über das Schlernplateau relativ eben und somit recht entspannt. Die Wolken hängen noch immer tief und verbieten uns jede Aussicht, aber zumindest werden wir vom Regen bisher verschont. Wir machen den Ferrara Klettersteig. So, wir haben uns jetzt doch entschieden, den Klettersteig zu probieren. Es ist zwar immer noch ziemlich neblig, aber dafür halbwegs trocken, also kein großer Regenschauer. Noch der Fels ist schon gut abgetrocknet. Wir werden es mal probieren, vielleicht haben wir ein bisschen Glück mit dem Wetter und es zieht noch mal ein bisschen auf. Der Weg, der verläuft jetzt erstmal hier über den ganzen Grasrücken bis zum ersten Gipfel. Und von dort gehen dann die Stahlseile los. Von der Wegkreuzung gehen wir etwa 15 Minuten bergauf bis zur Roterdspitze. Heute ist der mystische Tag. Wir wandeln im Nebel auf einsamen, kargem Gelände.
Hinter dem Gipfel beginnt der Maximilian-Klettersteig, welcher uns zunächst überwiegend bergab zur Roterdscharte führt. Von der Scharte aus geht es nun wieder bergauf. Als wir einen Aussichtspunkt erreichen, reißen die Wolken auf und der Blick in das Tal sowie zur Tierser Alpe öffnet sich. Sobald die Wolken endlich etwas aufreißen, eröffnet sich eine urgewaltige Sicht auf Tal und Berg. Super geil. Na, Shay. Im Rosengarten. Und ich habe noch keine Rosen gesehen. Oder jede Menge Edelweiß. Wir haben mal auf der Hütte fragen, warum es hier keine Rosen gibt. Und da hinten sieht man schon die Hütte, wo wir dann gleich absteigen. Und da werden wir auch heute dann übernachten. Hinter dem Aussichtspunkt kommen wir im stetigen Auf und Ab dem großen Rosszahn immer näher. Mit Fixseil geht es im ersten Schwierigkeitsgrad breitbeinig nach oben. Nach einem Gradabschnitt erreichen wir den Steilaufstieg zum großen Rosszahn. Hinter dem Felsenfenster geht es dann wieder einfacher weiter zum Gipfel. So, wir sind jetzt hier am Gipfel vom großen Rosszahn angekommen und hier auf der anderen Seite sieht man nochmal den ganzen Klettersteig, wo wir langgelaufen sind, von der Roterdspitze rüber über den ganzen Grat bis hier zum Gipfel. Und ja, jetzt geht es da hinten irgendwo in der Scharte runter zur Tierser Alpe. Bei Regen. Durch den einsetzenden Regen werden auch die Steine zunehmend nasser. Dementsprechend stellt sich der Abstieg durch die Scharte eher unangenehm dar. Der Abstieg in der Scharte ist ohne Fixseile und extrem brüchig. Hier ist die Steinschlaggefahr am größten. Allerdings ist der Abstieg zur Tierser Alpe nicht besonders lang. Und so sind wir recht schnell an der Hütte. In einigen Runden Durak genießen wir unser Abendessen, welches durch einen Schnaps aufs Haus abgerundet wird. Also hier sehen wir nochmal heute den ganzen Wegverlauf. Wir sind ja hier hinten hochmarschiert und dann waren wir hier auf dem Gipfel da oben und dann sind wir jetzt über den Klettersteig hier rüber und den ganzen Grat hier lang geklettert bis hoch auf den Gipfel und dann hinten runter zur Hütte. Ah, richtig schöne Tour heute. Im Gegensatz zu den gestrigen Regenschauern begrüßt uns der Tag heute mit einem traumhaften Sonnenaufgang.
guten Morgen hier von der Tirser Alpenhütte, beziehungsweise man sollte sie eigentlich eher Hotel nennen, weil von der Ausstattung her und auch vom Essen her ist es wirklich super. Allerdings zugegebenermaßen auch von den Preisen, also man sollte hier etwas mehr Geld mitnehmen. Ja, heute, da geht es für uns Richtung Refugio Antemoia. Der Kai und der Flo, die werden dabei über den Laurenzi-Klettersteig laufen und ich werde mit dem Rest der Gruppe den Molignon-Pass links umrunden. Das Video vom Kai verlinke ich euch gerne hier oben, sobald es da ist. Dann könnt ihr euch auch den Klettersteig anschauen, welcher übrigens hier der schwierigste im ganzen Rosengarten ist. Also, viel Spaß mit dem Video. Herr Benni, ich habe schon das Intro gemacht. Wie ist nochmal der Klettersteig? Laurenzio-Steig oder so? Keine Ahnung, wo wir hingehen. Ich habe auch schon ein Intro gemacht. Ach, scheiße. Hab's vergessen. Moin Moin. Morgen. Nach dem Frühstück verlassen wir die Hütte und folgen dem Forstweg unterhalb der Rostzähne bergab hinein in das Duron-Tal, welches die Seiser Alm und das Fassertal verbindet. Vorbei an der Diala Hütte biegt der Weg nach rechts ab und führt uns am Fuße des Molignons weiter bergab. Ja, und darum rüber, da laufen gerade Kai und Flo. Aber mehr dazu seht ihr dann im Video von den beiden. Hinter der Malga Dokoldaura folgen wir der Abzweigung rechts und gehen zunächst gemächlich, aber zunehmend auch steiler wieder bergauf in Richtung Passo Claregole. So, wir haben jetzt gerade hier den Pass erreicht. Ja, und jetzt sind es etwa noch 200 Höhenmeter hier hoch entlang der Materialseilbahn bis zur Refugio Antemoia. Vom Pass aus geht es nun im zunehmend steinigeren Gelände unterhalb der Materialseilbahn weiter nach oben. Passo de Dona angekommen, ist die Refugio Antemoia bereits deutlich zu sehen. Etwa 10 Minuten später erreichen wir die Hütte, beziehen unsere Zimmer und warten auf die Ankunft von Kai und Flo. Ja. Zimmer 204, ganz oben. Am Nachmittag genießen wir noch die letzten Sonnenstrahlen auf der Außenterrasse der Hütte. Ab 19 Uhr gibt es dann für alle ein leckeres Abendessen und den restlichen Abend verbringen wir dann mal wieder beim Durak. Thank you.
Ja, guten herzlichen Morgen hier aus dem Rosengarten. Ich stehe jetzt hier bei traumhaftem Sonnenaufgang oben auf dem Rosszahn, mitten in Südtirol. Hinter mir sieht man nicht nur die Sonne, sondern auch den ganzen wunderbaren Alpenhauptkamm. Die ganze Linie vom Ötztal übers Zillertal bis ins Stubaital. Und hinter mir die Sonne und die Marmolada. Es ist einfach ein Traum. Aber ich weiß so viel, dass wir uns heute aufteilen werden. Ich werde zusammen mit dem Flo und vielleicht noch dem Ralf, ich weiß es noch nicht, den Klettersteig machen. Das ist der D-Klettersteig. Und ja, der Benny wird unten lang latschen und wir treffen uns dann heute an der Hütte wieder. Ja, und jetzt hier nochmal herrliche Sonne. Dann viel Spaß. Die anderen sind jetzt mittlerweile auch schon wach. Der Flo packt gerade zusammen. Und ich werde jetzt nur mit dem Flo alleine über den Laurenzi-Steig gehen. Das ist ein D-Klettersteig. Und der Benny geht eine andere Tour unten rum um den Berg. Ja, und wir treffen uns dann in der Antemoya-Hütte. Ja, und genau, wird ein kleines Action-Video. Deswegen viel Spaß. So, wir brechen auf. Hinter uns noch die schöne Hütte. Und jetzt gehen wir hier erstmal den Berg rauf. Und da oben irgendwo ist der Klettersteig. Während die anderen nun absteigen, wandern wir die ersten Höhenmeter wieder bergauf ins Geröll zum Molygnon-Pass. Es sind kaum andere Wanderer unterwegs und man hat seine Ruhe für sich. Ja, hier sehen wir jetzt schon den Klettersteig. Da ist irgendwo der Einstieg. Und dann geht's da so hoch. Die Stelle im Laurenzi-Steig schockt wohl viele ab, diesen Steig zu probieren. An der ersten Wand geht es aber noch sachte los. Ja, man sieht, der Anfang, der ist noch relativ easy, Richtung B. Erreichen wir dann das Molygnon-Hochplateau, auf dem man ein gutes Stück wieder dahin wandert und tolle Talausblicke genießen kann. Am höchsten Punkt beginnt dann der eigentliche Klettersteig über den Bergkamm. Es ist ein Gradsteig, an den die schwierigsten BC-Stellen im Ab- und Gegenanstieg kommen. Es wird luftig und die Kulisse erinnert doch sehr an den Watzmann. Hier führt die erste schwere CD-Stelle einen Pfeiler hinab. Molygnon-Gipfel wieder etwas wandern. Nice hier. Und da ganz unten sehen wir einen wunderschönen See. Wir können hier noch mal näher hingehen. Und unser Tagesziel hier an der Antemoya-Hütte. So, weiter geht's. Der Abstieg in das neue karge Tal bietet dann doch noch einige interessante Klettersteigelemente. Eine echte Genusskraxelei. Erwartet uns dann die letzte 30 Meter D-Wand. Das D-Stück am Schluss. Dann nochmal die ganz letzte Schlüsselstelle hier. Nach dem Steig fahren wir über den Schotter in das beeindruckende Griestal ab und genießen die Wirkung der Berge und dieses Antemoya-Sees. Ja.
Ey Flo, cooles T-Shirt hast du da. Ja, das taugt mir voll. Das ist übrigens aus organischem Material. Und wenn ihr das kauft, dann unterstützt ihr damit nachhaltige Projekte sowie Artenschutz- und Naturschutzprojekte im gesamten Alpenraum. Also es ist für eine gute Sache und es gibt coole Motive. Also schaut vielleicht mal vorbei. Uns taugt's. Ja, es ist gerade 6 Uhr morgens und wir machen uns schon wieder auf den Weg. Und zwar gehen wir jetzt kurz rüber zu dem Pass gegenüber von der Hütte und werden uns da einen Sonnenaufgang anschauen. Auf dieser Tour ist jeder Tag gelebt und ein jeder Morgen beginnt vielversprechend und eindrucksvoll. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus dem Rosengarten mit einer wunderschönen aufgehenden Sonne hinter uns. Ja, wir machen heute die nächste Etappe und da gehen wir hier hinten rein und da hinten auf einen dieser Berge. Welcher ist denn das? Ja, wir gehen heute auf den Kesselkogel. Das ist der höchste Berg hier im Rosengarten mit etwas über 3000 Meter. Geht ein kleiner Klettersteig hoch und auch auf der anderen Seite gehen wir über einen Klettersteig wieder bergab. Dann machen wir kurz Pause auf der Grasleiten-Passhütte. Ja, und dann gehen wir noch relativ gemütlich weiter bis zur Refugio Baiolé. Genau, in diesem Sinne viel Spaß mit einem neuen Video. Ein paar Minuten genießen wir noch die aufgehende Sonne, bevor wir uns auf den Weg zurück zur Hütte machen. Nach dem Frühstück machen wir uns auf den Weg zum Kesselkogel. Nicht weit entfernt von der Hütte umrunden wir den beeindruckenden Lago Antemoya. Im Wasser des Sees spiegelt sich die Seele der Berge. Hinter dem See folgen wir dem Schotterkar in Richtung Passo di Antemoya. Der Einstieg zum Kesselkugelklettersteig ist für uns eher schwierig zu finden. Glücklicherweise sieht Flo aber das rote Schild vom Einstieg aus der Ferne und wir biegen bei nächster Gelegenheit rechts ab. So, wir sind jetzt hier gerade am Einstieg vom Klettersteig auf der Ostseite vom Kesselkogel. Ja, der Einstieg ist gar nicht so leicht zu finden, da muss man schon genau schauen. Am besten, ihr schaut wirklich nach diesem roten Schild hier am Einstieg vom Klettersteig, um das wirklich zu finden. Und ihr müsst halt schon echt relativ früh euch rechts halten, wenn ihr hier den Pass hochgeht. Endlich haben wir den Einstieg zum Klettersteig gefunden. Die Vorfreude aufs Gekraxel ist wieder mal groß. We'll be right back.
Der Klettersteig ist mit Kategorie A nie schwierig, aber man ist ständig im alpinen Gelände unterwegs und fast durchwegs geht es direkt am Fels bergauf. Nachdem wir oben auf der vorgelagerten Anhöhe angekommen sind, führt uns eine ausgesetzte Scharte näher an den Kesselkugel heran. So, die Hälfte vom Klettersteig haben wir jetzt ungefähr geschafft. Und dahinter mir geht es jetzt noch weiter die Wand hoch. Hinter der Scharte geht es weiter mit Stahlseilen gesichert sowie über einige Trittleitern bergauf. Das letzte Stück hinauf zum Gipfelgrat führt uns entlang eines Bandes nach oben. Am Grat angekommen eröffnet sich die eindrucksvolle Aussicht auf den gesamten Rosengarten. Ein Ausblick vom Gipfel, wie ich ihn noch nie zuvor gesehen habe. Die volle Breite der österreichischen Hochalpen, vom Ortler bis zum Großglockner. Einfach Wahnsinn. So, dahinter mir sieht man noch den Kesselkugel, den höchsten Berg hier vom Rosengarten. Ja, und jetzt geht's für uns auf der anderen Seite über den Klettersteig wieder bergab. Und zwar erstmal bis zur Grasleiten Passhütte, wo wir dann eine kleine Pause machen und danach geht es dann weiter zur Refugio Maioli. Ähnlich wie beim Aufstieg geht es auch an der Westseite des Kesselkugels wieder mit Stahlseilen gesichert steil bergab. Nach einem kurzen Direktabstieg queren wir etwas weniger steil den Westhang des Kesselkugels. Hinter einer kurzen B-Stelle ist in der Ferne unser Zwischenziel, die Grasleiten Passhütte, bereits zu sehen. Der Steig verläuft nun wieder entlang eines Bandes in Richtung Norden nach unten. Neben Gehpassagen gilt es immer wieder auch etwas steileres Gelände abzuklettern. Nach einer kurzen Leiter und einer Gehpassage haben wir den Ausstieg des Klettersteiges fast erreicht. An der Grasleiten Passhütte genehmigen wir uns unsere wohlverdiente Pause. Nach der Pause geht es eine gute halbe Stunde weiter bergab zur Refugio Vaiolet. Der hier sehr einfache Wanderweg ist für uns nach dem mental doch fordernden Klettersteig eine durchaus willkommene Abwechslung. Im Abstieg in das neue Tal gehen wir nun nach Süden. Der Wanderweg lässt uns immer wieder verharren angesichts der gewaltigen Dolomitpfeiler um uns herum. Schon bald erreichen wir die Vaiolet-Hütte sowie die nebenan gelegene Hütte Paul Preuß.
Diese wurde vom ehemaligen Vaiolet-Hüttenwirt Tita Piaz erbaut, nachdem er aufgrund seiner offenen Opposition gegen den Faschismus in den 1920er Jahren als Hüttenwirt abgelöst wurde. Angekommen an der Hütte beziehen wir unsere Zimmer und statteten noch kurz den Gipfelkreuz vor der Hütte einen Besuch ab. So, wir sind jetzt hier an der Vaiolet-Hütte angekommen. Sieht man auch noch genau hinter mir gerade. Ja, jetzt werden wir gleich noch zu Abend essen und dann dort übernachten. Ja, und morgen gehen wir ja dann Richtung Rotwandhütte. Da geht es halt genau da hinten dann einmal komplett den ganzen Hang entlang, über das Joch rüber und auf der anderen Seite dann wieder bergab. Ob wir dann morgen schon die Rotwand mitnehmen, inklusive dem Masara-Klettersteig, das entscheidet sich noch ein bisschen vom Wetter. Wir wollen schon schauen, dass wir die beiden Klettersteige bei möglichst gutem Wetter machen. Deswegen werden wir das jetzt erst im Laufe des Abends entscheiden, je nachdem, wie der Wetterbericht jetzt für morgen ausschaut. Also, wenn ihr nichts verpassen wollt, gerne ein Abo dalassen, denn morgen geht's dann hier weiter. Bis dann! Herzlich willkommen und guten Morgen zu einem neuen Video hier direkt vor der Vaiolet-Hütte. Heute geht es jetzt weiter Richtung Rotwandhütte. Dabei werden wir versuchen, dass wir auch die Rotwand mitnehmen. Es hängt ein bisschen vom Wetter ab. Aktuell schaut es sehr, sehr gut aus. Wir müssen jetzt sehen, wenn wir jetzt eine Stunde da ungefähr hinten Richtung Pass gelaufen sind. Dann müssen wir schauen, wie sich das Wetter entwickelt. Bis jetzt sieht es gut aus. Bis jetzt sieht es gut aus. Ich denke mal, die Rotwand wird klappen. Ob wir den Masara-Klettersteig aber heute noch machen, das müssen wir dann sehen. Jedenfalls zwei spektakuläre Klettersteige, davon gehe ich aus. Und auch wieder eine längere Etappe. Und ja, viel Spaß. Der Wanderalltag ist längst routiniert. Nach dem Frühstück geht es eben zu Fuß weiter. Nach Süden und tiefer hinein in die Berge. Zunächst über den Forstweg absteigend, zweigt schon bald der Wanderweg rechts ab und erwartet uns direkt mit einer kleinen Kraxeleinlage. Der Weg verläuft zunächst ansteigend direkt unterhalb von den eindrucksvollen Steilwänden der Rosengartenspitze entlang. Während wir in Richtung Zigulade-Pass gehen, entfernen wir uns immer deutlicher von unserem Startpunkt, der Refugio Vaiolet. Nach der ersten Steigung verläuft der Weg überwiegend flach und wir kommen zügig voran. An einigen Stellen wurde der Wanderweg durch Erdrutsche in Mitleidenschaft gezogen. Diese gilt es mit etwas Vorsicht zu queren. Nach etwa einer Stunde erreichen wir den Zigulade-Pass. Steil und anstrengend geht es nun über Schotterfelder hinauf. Eine kurze Stelle ist dabei mit einer Leiter sowie einigen Trittbügeln gesichert. Danach führt uns der Weg weiter im Zickzack durch das Schotterfeld hinauf zum Zigulade-Pass. Da sich bereits die ersten Quellwolken bilden,
machen wir oben am Pass nur eine kurze Pause und steigen auf der anderen Seite wieder bergab. Die Artenvielfalt der Pflanzen und Tiere ist in diesem Gebirge zum Glück noch sehr gut erhalten. Hartnäckig trotzen sie den vielen Menschen. So, wir sind jetzt hier an der Wegkreuzung angekommen. Links würde es jetzt weiter zur Rotwandhütte gehen und wir biegen jetzt rechts ab, wo es auch auf einen Pass hochgeht. Und von dort geht es dann links hoch auf die Rotwand. Von der Wegkreuzung aus steigen wir wieder bergauf in Richtung Vajolompass. Der Weg führt uns zunächst in einer steinigen Rinne steil nach oben. Nach der Rinne geht es etwas flacher weiter und schon bald öffnet sich der Blick auf das beeindruckende Felsenmassiv der Rotwand sowie dem Vajolompass. Die Rotwand ist wahrlich ein Berg. Plötzlich steht sie vor uns. Eine gewaltige rötliche Kalkwand, wie es der Name schon verspricht. Wir sind jetzt hier oben am Vajolompass und von hier geht jetzt der Rotwandklettersteig hinauf zum Gipfel. Am Pass legen wir unser Kletterzeug an und steigen über den Rotwandklettersteig weiter bergauf. Auch hier ist der Klettersteig offenbar frisch saniert worden und der Steig ist durchgängig versichert. Der Schwierigkeitsgrad des Klettersteigs wird mit A, B bis B bewertet. Steigt man jedoch auf der anderen Seite in Richtung Mazaré-Klettersteig ab, so sind noch zwei PC-Stellen am Ende zu bewältigen. Technisch ist der Klettersteig für uns kein Problem. Allerdings hängt uns der kraftraubende Aufstieg auf den Zirkuladepass noch in den Knochen. Somit geht es für uns eher langsam hinauf zum Gipfel der Rotwand. Die Westseite des Berges hüllt sich nach und nach immer mehr im Nebel. Gerade diese aufsteigenden Wolken verleihen diesem Gipfel heute einen besonderen Charme. Hier oben auf der Rotwand angekommen. Jetzt geht es irgendwie hier über einen mehr oder weniger normalen Wanderweg erstmal wieder runter. Und am Ende, da wartet noch eine kleine BC-Stelle kurz vor der Hütte auf uns. Aber das werden wir jetzt auch noch schaffen. Nee. Keine Chance. Für den Abstieg auf der anderen Seite holen wir zunächst wieder die Teleskopstöcke aus dem Rucksack. Denn es geht zunächst über einen einfachen Wanderweg nach unten. Schon bald aber wird es steiler. Und es kommen wieder einige seilgesicherte Kletterstellen. Nach einer Leiter erreichen wir die Kreuzung zum Notabstieg. So, wir sind jetzt hier fast am Ende vom Rotwandklettersteig. Ja, und an der Wand da hinten, da warten jetzt noch so zwei BC-Stellen auf uns, bis es dann über den Wanderweg bergab zur Rotwandhütte geht. Fing auch gerade leicht an zu regnen, von daher Timing ist jetzt ganz gut, als schnell rauszukommen aus dem Klettersteig.
Statt des Notabstiegs geht es über zwei knackige BC-Stellen noch einmal kurz bergauf. Danach führt uns der Wanderweg ein Stück hinab. Hier wäre auch der Einstieg zum Mazaret-Klettersteig möglich. Allerdings ist dieser durch den stärker werdenden Regen für uns heute keine Option mehr. Somit wählen wir den Weg hinab zur Hütte, wo es noch einmal kurz am Seil über eine Leiter durch einen engen Felsspalt bergab geht. Nach der letzten Kraxeleinlage wird der Regen intensiver und wir steigen zügig hinab zur bereits deutlich sichtbaren Rotwandhütte. Ziemlich durchnässt kommen wir schließlich an der Hütte an und hoffen auf eine baldige Wetterbesserung. Wie würdet ihr einen Tag beginnen? Vielleicht über einem gewaltigen Meer aus Wolken und einer aufgehenden Sonne? Sonne verheißt nur eins: Ein weiterer gewaltiger Tag wartet auf mich. Ja, herzlich willkommen bei einem neuen Headshaker-Video hier direkt vor Valderoda, oder? Ja, wir sind hier an der Rotwandhütte. Ja, und heute gehen wir jetzt ein Stück über den Abstiegsweg wieder bergauf und machen dort mit leichtem Gepäck heute den Mazaret-Klettersteig. Wird ein C-Klettersteig. Wir sind ja gestern schon über die Rotwand und sind dann quasi direkt vor dem Einstieg des Klettersteigs dann abgestiegen, auch wegen dem Wetter und so. Und den holen wir jetzt nach. Hinterher geht's dann weiter zur Kölner Hütte. Nach dem Frühstück folgen wir unserem gestrigen Abstiegsweg wieder bergauf zum Einstieg vom Mazaret-Klettersteig. So, wir sind jetzt hier gerade am Einstieg vom Klettersteig angekommen. Wir warten jetzt erstmal noch so zwei BC-Stellen auf uns, bevor wir dann oben auf dem Plateau rauskommen, wo es dann an die eigentliche Wand der Mazare geht. Die ersten seilgesicherten Stellen sind uns bereits vom Abstieg bekannt. Nach einer Felsrinne führt uns der Steig durch einen engen Spalt mit Trittleiter hinauf. Schild treffen wir auf die Kreuzung zum Rotwandklettersteig. Diesmal gehen wir jedoch geradeaus weiter und steigen in die Felswand der Mazaret hinein. Nach einem recht einfachen Einstieg in die Wand führt uns der Steig durch einen Quergang sowie einer Felsrinne weiter nach oben. Wird das Gelände etwas steiler und es gilt immer wieder einige Steilstufen zu überwinden. Ja.
aufsteigende Nebel zwischen den Felstüren der Mazaret erzeugt eine mystische Stimmung. Eine weitere Querung führt uns in eine Rinne, von welcher aus es wieder steil nach oben weitergeht. Punkt des Klettersteigs erreichen wir ein kleines Plateau und wir machen eine kurze Pause. Danach geht es zunächst gemächlich, aber dann immer steiler, wieder bergab in Richtung der weiteren Mazaret-Türme. In einem Felsspalt geht es nun im Schwierigkeitsgrad C steil hinauf. Den Felsspalt folgt eine weitere C-Stelle. Diese führt uns senkrecht durch einen Kamin nach oben. Oberhalb des Kamins verläuft der Steig eindrucksvoll direkt zwischen zwei Felstürmen hindurch. Nun folgt der letzte längere Abstieg. Zunächst noch im Schwierigkeitsgrad B, wird der Abstieg zunehmend steiler und auch schwieriger. Dieser Klettersteig ist wahrlich einfach nur einmalig. Wer auch immer diese Route gelegt hat, ist für mich ein Künstler. Eine spannende Kletterstelle folgt der nächsten und es ist immer wieder eine Herausforderung, den richtigen Tritt oder Griff zu finden. Nach ein paar weiteren leichten Kraxelstellen erreichen wir den Ausstieg des Klettersteigs am Gipfel der Punta Mazaret. So, wir sitzen jetzt hier direkt am Ausstieg vom Mazaret-Klettersteig. Von hier geht es jetzt über einen leichten Wanderweg wieder bergab zur Rotwandhütte. Vom Gipfel aus führt uns der Steig nun in etwa 30 Minuten zurück zur Rotwandhütte. Jetzt sind wir hier schon seit 6 Tagen unterwegs im Rosengarten und ich muss sagen, das war so ein dermaßen geiler Klettersteig. Kann ich nur empfehlen. Hier sind wir dann quasi hoch und dann sind wir hier den ganzen Grat quasi abgeklettert. Und ja, hat einfach nur so Spaß gemacht und hat so gute Tritte und Griffe und überall. Ach, einfach herrlich. Noch 2-3 Tage, dann ist vorbei, die Tour. Angekommen an der Rotwandhütte, gönnen wir uns ein reichhaltiges Mittagessen und machen uns auf den Weg zur Kölner Hütte. Hierbei wählen wir den einfachen Hirzelsteig, welcher den Rosengarten südlich umrundet und uns dann weiter am Westhang des Rosengartens Richtung Norden führt. An der südlichsten Stelle des Rosengartens wandern wir vorbei an einem Bronzeadler. Dieses Denkmal ist dem Politiker Theodor Christomanos gewidmet, welcher als Pionier des Fremdenverkehrs in Südtirol gilt. An der Kreuzung hinter dem Denkmal biegen wir rechts ab zur Kölner Hütte. Der Weg folgt nun ohne größere Gegenanstiege dem Hang auf der Westseite des Rosengartens in Richtung Norden. Ja, wir sind jetzt hier gerade auf dem Hirzer Weg unterwegs Richtung Kölner Hütte. Ja, und der Weg, der zieht sich noch ziemlich weit nach Norden jetzt rein. Den sieht man von hier auch schon ganz gut. Wir müssen hier den ganzen Weg am Hang entlang noch weiterlaufen. Kurz vor dem Abzweig zum Vajolon-Pass queren wir das gewaltige Bergmassiv der Rotwand. Die Kölner Hütte ist inzwischen bereits deutlich zu sehen.
wir sind schon fast bei der Kölner Hütte. Wir müssen jetzt eigentlich noch eine kleine Umleitung gehen, weil da nämlich eine Baustelle den Weg versperrt. Da wird nämlich gerade ein neuer Skilift gebaut. Also vielleicht könnt ihr den im Winter schon nutzen. Recht steil führt uns die Umleitung den Hang hinauf und wir passieren die Baustelle oberhalb von der Kölner Hütte. Angekommen an der Kölner Hütte, verbringen wir noch die letzten Sonnenstunden des Tages draußen auf der Terrasse. In der Ferne sehen wir wieder die Wölsigspitze sowie das Schlernmassiv, von wo wir vor 6 Tagen gestartet sind. Danach beziehen wir unsere Zimmer und genießen unser Abendessen. Ja, wir sind jetzt hier an der Kölner Hütte, haben gerade schon zu Abend gegessen, werden jetzt noch ein bisschen Karten spielen, den Abend noch gemütlich verbringen. Ja, und morgen geht's dann über den Sandnersteig wieder auf die andere Seite des Rosengartens. Hinter dem Sandnersteig werden wir nämlich dann weiter absteigen Richtung Refugio Violet, wo wir halt vor ein paar Tagen schon waren. Dann geht's weiter wieder bergauf Richtung Grasleiten-Passhütte und von da steigen wir dann ab Richtung Grasleiten-Hütte, wo wir dann übernachten. Wenn es euch gefallen hat, gerne mal einen Daumen oben da lassen. Und wenn ihr auch die nächsten Folgen hier aus dem Rosengarten nicht verpassen wollt, gerne auch mal auf Abo drücken. Vielen Dank und bis morgen. Ja, guten Morgen hier von der Kölner Hütte. Ja, heute geht es über den Sandnerpass wieder auf die östliche Seite vom Rosengarten. Ja, dort werden wir an 4 Hütten vorbeikommen, unter anderem auch an der Violet-Hütte, wo wir schon übernachtet haben vor ein paar Tagen. Und dann werden wir über den Grasleitenpass zur Grasleitenhütte absteigen. Viel Spaß mit dem Video. Nach dem Frühstück genießen wir nicht nur das Wolkenmeer, sondern verfolgen noch gespannt den Abbau des alten Skilifts. Nach erfolgreicher Demontage starten wir die vorletzte Tagestour unserer Rosengartenrunde. Direkt hinter der Hütte geht es über einige Kletterstallen steil eine Wandstufe hinauf. Am Abzweig zum Chagajoch biegen wir links ab zum Sandnerpass. Der Weg verläuft hier zunächst einfach quer am Hang entlang. Dann erreichen wir die ersten leichten Kletterstellen. Der Sandnersteig ist wieder wahrer Kraxelgenuss. Bis zur Eisrinne sind allgemein nur wenige Stahlseile verbaut. Meist geht es ungesichert im ersten bis zweiten Schwierigkeitsgrad in teilweise ziemlich engen Felsrinnen nach oben. Hinter einem seilgesicherten Abstieg
führt uns eine weitere Felsrinne weiter hinauf. Nach einer Leiter aus Trittbügeln führt der Steig seilgesichert hinauf bis zu einer Scharte. Von der Scharte geht es nun steil bergab in die Eisrinne. Während bei uns in der Rinne das Eis vollständig geschmolzen ist, kann gerade im Frühsommer hier der Einsatz von Grödel oder Steigeisen notwendig sein. Hinter der Rinne wartet die Schlüsselstelle auf uns, eine 4 Meter hohe steile Wand. Am Ausgang der Eisrinnenpassage führt uns ein aussichtsreicher Quergang zum Ausstieg des Klettersteigs. Passhütte machen wir Pause und verstauen unser Kletterzeug wieder im Rucksack. Im Anblick der Violettürme steigen wir nun bergab zur Gartelhütte. Die schmalen Pfeiler der Violettürme ziehen uns magisch an. Wie schwer diese Routen dort hinauf wohl sind? Hinter der Hütte wird der Abstiegsweg zur Refugio Violet steiler und es darf wieder etwas gekraxelt werden. Vor ein paar Tagen, von Mittwoch auf Donnerstag, saßen wir genau hier unten an der Violet-Hütte. Und dieses Joch hinter mir, aus dem wir gerade kommen, wo es zum Sandnerpass hochgeht, das haben wir nämlich da schon von der Hütte aus sehen können und wussten, dass wir da irgendwann rauskommen. Jetzt kommen wir raus. Schön, der Kreis schließt sich und wir machen uns langsam, aber sicher wieder auf den Weg zurück zum Ausgangspunkt. Ja, hier haben wir übrigens den Violet-Keks. Der ist aus Keksmaterial mit Marmeladenmaterial. Okay, ich probiere. Zeig mal, was da vorne drauf. Da steht Violet drauf. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Seid ihr bereit, dass ich diesen Keks esse? Ich meine, seid euch sicher? Bei 100.000 Likes esse ich diesen Keks. So, wir sind jetzt hier bei der Refugio Violet angekommen. Wir machen uns jetzt an den letzten Anstieg für die gesamte Tour hoch zur Grasleitenpasshütte. Auf geht's. Über den einfachen Wanderweg steigen wir nun wieder bergauf zum Grasleitenpass. Passhütte machen wir dann unsere Mittagspause. Danach steigen wir auf der anderen Seite des Passes wieder bergab zur Grasleitenhütte. Alleine inmitten des Grasleitenhochteils fühlt man sich schon ganz schön klein. So, nach der Pause an der Grasleitenpasshütte steigen wir jetzt hier auf der anderen Seite bergab über das Schotterfeld. Ja, und tatsächlich ist irgendwie gar nichts mehr los, also kein Mensch hier unterwegs außer uns, während auf der anderen Seite wirklich sehr, sehr viel los war. Ja, über eine halbe Stunde geht es jetzt noch weiter bis zur Grasleitenhütte. Ey, guckt euch bitte das einfach an. Habt ihr schon mal so einen gigantischen Riss gesehen? Ist, als ob der ganze Berg auseinanderreißen würde. Für mich ist die Grasleitenhütte auch eines der Highlights dieser Tour. Da nicht nur das Haus rustikal und ursprünglich ist, sondern ebenso ihre Wirte. Ist die hektische moderne Welt noch nicht angekommen.
Ja, Leute, das ist jetzt der letzte Abend. Die Tour ist fast vorüber. Wir sind jetzt in der Grasleitenhütte und morgen früh steigen wir ab nach Weißlambad und dann ist es vorbei. Unser letzter Tag im Rosengarten endet mit einem schönen Sonnenuntergang. Also, wir sind hier in der Grasleitenhütte im Rosengarten, haben jetzt einige Tage zusammen erlebt und jetzt würde mich ja doch mal interessieren, wie ist das eigentlich hier, wie viel Lebensraum haben eigentlich die Tiere und wie viel Natur ist eigentlich noch übrig? Und da habe ich hier eine der Hüttenwirten hier in der Grasleitenhütte. Was sagst du? Wir haben schon noch ziemlich einen Lebensraum für Tiere, die was in unseren Tälern, wo die Leute nicht so viel hineingehen, weil wir das wollen schützen, wo man da bei uns heraufgeht, da ist es im Sommer sind viele Leute, nicht die durch die Steige. Und wir haben aber die Nebentäler, die Valbontäler oder die Alpenkluppental, ja, wo noch viel Raum ist für die Tiere, nicht, was wir auch nicht wollten erschließen, weil die sollen den Raum haben. Nicht. Wenn es was gäbe, was ihr euch wünschen würdet, was ich ändern soll oder was ich verbessern soll, hier in dem Lebensraum, gäbe es da was? Ja, vielleicht. Wir haben jetzt den Wolf auch hier, was uns die Schafe zum Beispiel, was sie reißen, nicht, dass wir den Wolf eigentlich wieder wegbekommen, dass die Lämsen und die Ziegen und die Wildtiere, dass die den Raum behalten. Aber ja, wegen dem Mensch ist das nicht so ein Problem, weil das sind die Steige, die sowieso schon sind, nicht, was begangen sind von den Touristen. Und das andere ist ja Natur belasten, wo die Täler, wo niemand geht. Nicht. Okay, dann danke dir. Ja, danke dir. War nett. Ja. Guten Morgen hier von der Grasleitenhütte. Ja, heute beginnt jetzt der letzte Tag für uns hier im Rosengarten. Und zwar steigen wir jetzt von der Hütte aus ab Richtung Weißlambad. Ja, da sehen wir endlich unser Auto wieder und ja, werden dann von dort aus noch nach Meran fahren. Natürlich zu unserer Stammlocation Pizzeria Mösel. Ja, und danach geht's wieder nach Hause. Viel Spaß mit dem Video. Nach dem Frühstück beginnen wir die letzte Etappe unserer Tour, den Abstieg nach Weißlambad. Noch ein letztes Mal blicken wir zurück zur Grasleitenhütte und steigen dann über den aussichtsreichen Weg bergab in Richtung Bärenloch. Das Ende ist nah. Und Flo, wo geht's heute hin? Wir steigen jetzt ab und dann geht's zur Pizzeria im Ösel. Solche großen Pizzen. Und dann fahren wir heim. Und dann? Packen wir aus. Und dann? Damit ich nicht. Das muss ich den ganzen Tag auch haben. Ausruhen. Und dann? Auf die nächste Bergtour freuen. Und dann? Das reicht! Kein und dann! Hinter dem Abzweig zum Bärenloch wird der Weg zunehmend breiter und verläuft entlang des Tschaminbachs, welcher hier allerdings noch unterhalb des Schotters fließt. Erst nach der Alm kommt der Bach zum Vorschein und rauscht neben unserem Wanderweg ins Tal. Vorbei an einigen Wasserquellen und Brücken biegen wir rechts ab in Richtung Tschaminschweige. Der Steig führt uns am Hang hinab zum Naturparkhaus Schlern-Rosengarten. Da der Innenbereich leider geschlossen ist, schauen wir uns zumindest den Außenbereich an.
Naturparkhaus sind wir noch 5 Minuten vom Parkplatz entfernt. Höchste Zeit, um noch einmal auf die Highlights der letzten 9 Tage zurückzublicken. Ja, was war am besten? Also am besten fand ich eigentlich die Tour Richtung Kesselkugel. Einfach weil wir auch an dem Tag wirklich das beste Wetter hatten. Einen absoluten Rundumblick um den ganzen Rosengarten. Auch der Klettersteig war eigentlich schön und abwechslungsreich. Danach sind wir dann abgestiegen zur Rehhütte. Mit der Pause an der Grasleitenpasshütte war es eigentlich ein schöner Tag. Kann ich gar nicht sagen, weil ich fand eigentlich alles gut. Nichts Negatives? Nein. Was hast du gesagt? Guck mal, fand ich schlecht. Ja, also ich fand am besten den Masane-Klettersteig. Ein neues Spiel habe ich gelernt, Burak. War top. Die beste Hütte war die Chafron-Hütte. Vor allem der Neubau dort. Genau. Hast dich bei uns wohl gefühlt? Ja, sehr wohl. Lustige Truppe. Am besten gefallen hat mir das Frühstück auf der Chafron-Hütte. Das war echt spitze. Bei den Touren schwierig. Heute, der Tag war ganz cool. Masane-Klettersteig war auch, denke ich, ein Highlight. Hat mir auch sehr gut gefallen. Negatives gibt es eigentlich nicht. Ja, es gab nirgendwo Karspatzen. Aber gut, wir sind in Südtirol. Also ich fand am besten die Chafron-Hütte. Essen toll, das Zimmer fand ich ganz toll. Mit so einer ganz alten Kerze und es war super romantisch. Die beste Tour, ich fand den Maximilian-Klettersteig, genau. Der war deswegen so toll, weil er so mystisch war und das Wetter nicht top war. Dann weitergehend fand ich das schönste Kreuz, den Kesselkugel. Der war super. Und die Tour heute, die war auch richtig klasse. So mit ein bisschen Kraxelei, weniger Klettersteig, aber war echt cool. Also mir hat am besten gefallen der Laurenzi-Klettersteig, weil er auch mal ein bisschen anspruchsvoller war. Und auch der Ausblick zu dem See und der Ante-Meuer-Hütte, der war halt fantastisch und das war so das Highlight der Tour. Ja, der Moment des Ankommens. Vor 9 Tagen sind wir in die eine Richtung losgewandert und jetzt kommen wir hier wieder an, am Parkplatz. Vielen Dank fürs Zugucken, Kommentieren, Liken, Teilen, was auch immer, Abonnieren. Ja, was man halt in YouTube so sagt, also kauft mein Merch. Haben wir gar nicht. Ciao. Ciao, ciao.